Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Heute wieder mal aus einer ganz anderen Perspektive, nicht vom Campingplatz, nicht aus Karl, sondern aus dem Hotel. Wenn ihr nicht wisst, warum wir im Hotel sind und warum wir gestern zwei betrunkene Polizisten getroffen haben, das Video gibt's hier oben. Jetzt gibt's aber noch eine kurze Roomtour, bevor wir unsere Reise heute weiter durch Rumänien starten. Das wird richtig spannend, weil wir besuchen solche Schlammlöcher, solche Mudpots. Das geht noch eine ganze Weile, bis wir da sind, aber erst gibt's jetzt die Roomtour und dann geht's ab. Wir sind gestern in der Villa Stella eingecheckt, das ist in Galati, oder wie uns die Polizei ja genauer erklärt hat, in Galatz. Oder irgendwie sowas sagt man. Ja, ein richtig kleines, familiär geführtes Hotel, abseits von der großen Stadt in einer kleinen Villa. Und da haben wir wirklich ganz ein tolles Zimmer bekommen für 28 Euro, also richtig günstig. Das Frühstück mussten wir noch dazu buchen, das hat 3 Euro pro Person gekostet. Und ja, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Kommt man zur Tür rein, hat man hier einen kleinen Arbeitsbereich mit so einer richtig coolen Lampe, wie man sie aus dem Weißen Haus kennt, und einen richtig bequemen Stuhl. Dahinter ist gleich das Bett. Hier drüben hat es noch ein Sofa und sogar einen Fernseher. Den haben wir allerdings nicht gebraucht, weil wir gestern so früh schlafen gegangen sind. Wenn man hier weitergeht, seht ihr, da geht es noch nach draußen. Da bin ich vorher gestanden. Da hat man einen richtig schönen Ausblick über den ganzen Garten. Wenn man sich dann langsam wieder umdreht, hat man noch eine andere Sicht aufs Zimmer. Also wirklich klein, aber fein. Hier hat es noch ein Bad. Dusche, WC, alles super sauber. Was will man mehr? Das war's jetzt von der Roomtour. Wollt ihr das in Zukunft immer so sehen, wenn ihr in Hotels übernachtet? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, zu den Mudpots spinnen wir heute mal. Lassen die Fahrt aus, weil die wird wahrscheinlich nicht so spannend. Wenn etwas passiert, dann filmen wir das natürlich. Aber sonst spinnen wir auf den Campingplatz, wo wir dann heute Nacht schlafen. Bis nachher. Haben wir nicht gesagt, wir überspringen eigentlich die Fahrt und treffen euch direkt am Campingplatz wieder? Das wäre ein Tag ohne ein neues Problem. Das Gerät, um mit Kreditkarte zu bezahlen beim Hotel, das hat nicht funktioniert. Das hat einfach irgendwie keine Verbindung gekriegt. Sie weiß auch nicht, warum, die Betreiberin, aber es hat halt auch nach 7 Mal Versuchen nicht geklappt. Dann kamen wir auf die Idee, ja gut, wenn die Mastercard nicht funktioniert, dann nehmen wir einfach mal Louis Visa-Karte. Ja, ich habe mal in die Tasche gegriffen, hat mal seine Karten durchgeschaut. Ja, meine Visa-Karte, ich habe die nicht. Nein, habe ich nicht. Du hast gestern Geld damit geholt. Ja, gut. Minus eine Visa-Karte. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade auf dem Weg nach Galazzi zu einem Bankautomaten, um die restlichen 40 Lei abzuheben, die die Dame noch kriegt von uns. Die Kreditkarte ist mittlerweile schon gesperrt, das heißt ab jetzt, und hört alle gut zu, ihr neuen Reiseländer, ihr dürft nur noch Mastercard akzeptieren, weil wir haben jetzt keine Visa-Karte im Moment. Ich meine, klar, die kommt in 3 Tagen, ist sie zu Hause. Echt hilfreich. Wir haben auch so eine kleine Vermutung, wo das die Visa-Karte steckt, und zwar hatten wir gestern in Moldawien Geld abgehoben. Normalerweise würde ich ja behaupten, das Geld kommt nicht raus, wenn man die Karte nicht rauszieht. Aber wer weiß, ob diese Sicherheitsvorkehrung auch in Moldawien so eingestellt ist oder wo genau das die Visa-Karte ist. Wir haben ja auf jeden Fall Karl schon mal einmal komplett auf den Kopf gedreht und geschüttelt, und da kam keine Visa-Karte raus. So, Steffi ist jetzt da drin, bezahlt den Resten an Geld, das noch gefehlt hat, weil, was sie ja nicht gesagt hat, wir hatten einfach zu wenig Bargeld dabei und darum müssen wir jetzt das Geld holen. Wenn alles klappt jetzt, dann geht's nachher weiter. So, die restlichen 40 Lei sind abgeliefert, jetzt kann's losgehen. Nach der Aufregung heute Morgen mit dieser ganzen Zahlerei und was nicht funktioniert hat und so weiter, kommen wir der puren Erholung langsam näher. Wir sind jetzt 2,5 Stunden unterwegs mit Karl. Wir haben uns nur 2-mal verfahren heute, was aber auch wieder richtig mühsam war. Aber jetzt sind wir in einer Gegend,
Hört ihr das? Nix. Eine wirklich wunderbare Gegend, es hat keine Autos. Wir sind ja unterwegs zu diesen Mudpools, also zu Schlammlöchern, die so aus dem Boden geschossen werden vom Gas. Also das muss was ganz Spezielles sein und da hat es eben auch einen Campingplatz. Wir haben jetzt aber kurz angehalten, dass Steffi ein paar Bilder machen kann und sie ist wirklich einfach wunderschön. Was auch wunderschön ist oder auch eben nicht, ist die Temperatur heute. Wir haben 34 Grad. Also barfuß auf den Asphalt stehen geht gar nicht mehr und im Auto ist auch richtig warm, weil wir haben ja keine Klimaanlage. Das wussten wir vorher schon. Und dann kurbeln jeweils einfach die Fenster nach unten und machen großen Durchzug. Aber jetzt gibt es noch ein paar Bilder von hier, von dieser wirklich wunderbaren Gegend, irgendwo im Hinterland von Rumänien. Wir haben das Ziel gefunden. Wir sind auf dem Campingplatz. Wir sind natürlich erst wieder auf den falschen gefahren, aber jetzt sind wir auf dem richtigen und da unten steht Karl. Die Sonnenstore ist schon ausgefahren, das kühle Bier steht auf dem Tisch. Gleich wird ein Moment Siesta gemacht, bevor es ans Arbeiten geht. Dieser Campingplatz übrigens ist der Hammer. Der hat eine Waschmaschine, Wi-Fi, hat kühle Getränke, der hat einfach alles, ist aber am A der Welt. Ihr seht es hinter mir, das ist Vulkanlandschaft. Die schauen wir dann morgen an und weil das Video wahrscheinlich sonst ein bisschen zu kurz ist, nehmen wir den morgigen Tag gleich wieder mit. Wir sehen uns in diesem Fall morgen wieder, genau von diesem Ort und dann gehen wir die Mudpots anschauen. Das Eis ist alle, alles weg, leer. Und es ist unglaublich. So heiß heute, also sowas haben wir auf dieser Reise noch nicht erlebt. Ja, wir haben hier ja so ein billiges Thermometer von IKEA, vielleicht kennt ihr das. Das zeigt momentan 34 Grad an und ihr seht, wir sitzen im Schatten. 34. Ich glaube, wir brauchen eine andere Lösung. Vor allem brauchen wir eine Abkühlung. Es ist Zeit für unsere Solardusche. Jetzt packen wir sie aus. Das erste Mal mit euch zusammen. Ah, ich freue mich. So, ich habe das Teil jetzt gerade mal aus dem Körlchen rausgeholt. War ziemlich weit unten vergraben, haben wir nämlich noch nie gebraucht. Das haben wir dazu gekriegt zum Camper, als wir den gekauft haben. Schlauch ist schon mal angehängt. Hier kommt dann also das Wasser raus. Und ich glaube, jetzt holen wir mal einen Wasserhahn. Komm mit. Wenn es um die schwere Arbeit geht, dann lasse ich mir gerne mal helfen. Gut hat Karl solche Verstrengungen und überall können wir Wäsche aufhängen oder eben noch duschen. Das ist prall gefüllt, das Ding, ja? Ja. Also, ausknobeln. Wer darf zuerst? Auf eins oder? Auf drei. Auf drei? Also, schnick, schnack. Schnick, schnack. Schnick, schnack. Schnick. 13:0 für mich. Ich dusche zuerst. Verloren, wie so oft. Wir haben früher schon immer alles mit Schnick, Schnack, Schnuck ausgeknobelt. Da hat er noch eine Chance. Ja, da war oft ich der Gewinner, aber diese Zeiten sind vorbei. Habt ihr gesehen, wie es funktioniert? Das heißt, du duschst zuerst? Ich dachte, der Verlierer duscht zuerst. Nö, ich möchte erst. Der Gewinner darf wählen. Ah, und? Ich möchte zuerst, aber ich möchte mal nur den Kopf abduschen. Gut, dann los. Oh, Gott. Aber schön. Und das war alles? Für den Moment ja. Das mache ich jetzt so alle 15 Minuten vielleicht. Jetzt bist du dran. Test bestanden? Ja, ein bisschen höher aufhängen wäre vielleicht noch was.
weil sonst muss man ja hier im Sitzen duschen. Oder den Duschkopf direkt daran machen. Da müssen wir noch ein bisschen was ausprobieren. Da gibt es vielleicht noch ein DIY von, oder? Kann sein. Also wir duschen ja schon freiwillig mit dieser Dusche, aber doch nicht ganz freiwillig, weil auf diesem Campingplatz kostet Duschen 5 Lei pro Dusche und es ist jetzt nicht die allerschönste Dusche. Darum, da kommt natürlich die Solardusche sowieso gerade richtig. Wir sind heute richtig früh aufgestanden. Um 5 Uhr hat der Wecker schon geklingelt, weil wir wollten unbedingt den Sonnenaufgang hier in der wunderbaren Vulkanlandschaft erleben und es hat sich richtig gelohnt. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr uns schon länger beobachtet oder länger verfolgt, besser gesagt, dass wir schon einmal in einem Vulkan geschlafen haben sozusagen. Das war noch in Italien, das Video dazu gibt es hier. Aber jetzt nicht mehr viel mehr Fakten. Jetzt gibt es für euch die Bilder, alle Infos zu diesem Schlammvulkan gibt es auch unten in der Infobox. Da gibt es auch die ganze Geschichte dazu. Und genießt die Bilder, es ist einfach herrlich. Cool, oder? Das war wirklich ein richtig geiles Erlebnis. Also da hat sich das frühe Aufstehen gelohnt, auch wenn die Augen jetzt wirklich noch ganz, ganz klein sind. Ja, aber das war nicht alles. Es gibt nicht nur dieses Gebiet hinter mir, es gibt auch auf der anderen Seite drüben. Ich zeige euch das kurz. Da hinter Karl, da oben, gibt es nochmal so ein Gebiet, also noch mehr Vulkane, noch mehr Gestein, noch mehr Schlamm und genau da geht es jetzt für uns hin. Wir packen Karl zusammen und planen noch ein bisschen die Route für später, weil später geht es dann noch weiter durch Rumänien zum ersten Campingplatz. Ihr seid dabei, jetzt gehen wir noch darauf und schauen die restlichen Vulkane an. Nur gerade 5 Minuten später sind wir an diesem anderen Spot, den ich euch vorher gezeigt habe, bei der anderen Vulkanlandschaft. Also der Campingplatz, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid, der liegt wirklich perfekt, genau zwischen diesen beiden Vulkanlandschaften. Ich schreibe euch das auch unten hin, wie der Campingplatz heißt, so wie immer. Ich hoffe, die Information reicht. Aber jetzt gehen wir nach vorne und schauen uns diese richtig coole Landschaft an. Für euch gibt es die Bilder. Thank you.
diese Gegend hier ist wirklich auch cool, aber kein Vergleich zu diesem Erlebnis heute Morgen. Erstens, wir waren ja ganz alleine hier, alles voller Touristen, und es hat einfach viel weniger Vulkane, es ist viel weniger los. Natürlich, die Gegend ist wirklich eindrücklich und es riecht auch, also es schwefelt nach Gas, das hat es am anderen Ort nicht getan, aber mir hat es jetzt heute Morgen besser gefallen als hier. Jetzt haben wir also diese beiden Orte uns angeschaut und für mich ist es wahnsinnig faszinierend. Hier kommt einfach Gas aus dem Boden heraus und das blubbert überall. Das ist schon sehr spannend und abenteuerlich anzuschauen. Meine persönlichen Favoriten sind allerdings hier diese Läufe von dem Schlamm. Sieht so ein bisschen aus, als wäre das hier schon schwarze Magma, die hier runterfließt. Und auch jetzt hier neben mir, das ist in Bewegung, das fließt also so runter. Das finde ich mitunter das Speziellste hier am Gebiet. Aber natürlich schon auch, dass es überall wieder blub macht und das Gas hochkommt. Und wenn man genau hinschaut, dann kann man es danach, nachdem die Schlammblase sich geöffnet hat, auch so ein bisschen in der Luft flimmern sehen. Also da kommt wirklich Gas raus. Deshalb das mit Don't Smoke, das kann ich schon nachvollziehen. Toller Ort, hätte ich so wiederum überhaupt nicht erwartet von Rumänien und überhaupt irgendwie Europa. Da denkt man vielleicht Island und noch ein bisschen Italien sei vulkanaktiv. Dass es hier in Rumänien auch so ist, wusste ich nicht, bin ich echt überrascht, finde ich auch richtig toll. Und das zeigt doch einfach einmal mehr wieder, Europa ist echt cool. Europa hat so viel zu bieten und wir sind so dankbar und sind so froh, haben wir uns für Europa entschieden und machen diese ganzen Länder so detailliert. Weil das ist praktisch vor der Haustür. Ja gut, ein bisschen weiter weg sind wir momentan schon. Aber für uns ist Europa echt der Knaller. Freut uns wirklich, dass so viele Leute und ja auch du mit an Bord seid und mit uns durch Europa reist. Oder hättest du so etwas in Rumänien erwartet? Und das war es jetzt aber auch schon von dieser Region. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Westen. Ein bisschen näher zu euch. Wenn euch diese Vulkanregion hier gefallen hat und natürlich auch einfach mal wieder alles, was wir sonst noch mit ins Video gepackt haben, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls noch nicht gemacht, gebt doch auch ein Abo rein, weil ihr seht ja, Europa bietet echt viel und mit uns könnt ihr noch viel erleben. Das nächste Mal wird es vielleicht etwas gruselig. Tschüss! So, gestartet in Galați. Sind wir heute so ein kleines Stückchen zurückgefahren bis Brailia und ab hier dann da lang nach Buzău. In Buzău mussten wir auf eine kleine Nebenstraße absteigen. So, sind hier so ein bisschen dem Fluss entlang gefahren und dann mussten wir rüber, weil im Moment sind wir irgendwo hier hinten. Ich muss mal schnell auf der Karte vom Handy schauen, wo genau. Also ich kann es euch sonst hier schnell zeigen. Ja, wenn das noch so ein bisschen Helligkeit hätte. So, da hier ist Buzău. Und wir sind jetzt hier oben bei diesem Schlammvulkan. Also wir sind hier so ein bisschen bis Berca, sind wir der Straße gefolgt. Und da sind wir ins Hinterland gefahren. Also ich würde mal meinen, wir sind da irgendwo beim I. Sind hier irgendwo reingefahren. Und stehen jetzt hier auf dem Campingplatz. Die ganze Strecke von Galați bis zu den Schlammvulkanen, die würde rund 2,5 Stunden dauern. Wir hatten ein bisschen länger, weil unser Navi hat uns irgendwo hier lang geführt. Das wäre theoretisch dann auch zu den Vulkanen gegangen. Aber da war danach alles Schotterpiste und die wurde so eng, dass wir uns echt nicht getraut haben, da mit Karl reinzufahren. Weil wenn wir da hätten wenden müssen, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Keine Ahnung. Und deshalb haben wir dann irgendwo hier hinten umgedreht, sind alles wieder nach unten gefahren. Und als uns dann ein Reisebus hier auf der Strecke entgegengekommen ist, dann waren wir schon sehr erleichtert, muss ich sagen. Ausnahmsweise mal hatten wir Freude, einen Reisebus zu sehen. Also wir waren gestern insgesamt etwa 3,5 Stunden im Auto.